Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir das alte Großheiligtum abgeschlossen und Girahim ein zweites Mal in den Hintern getreten. Nun steht er blöd da. Ebenso haben wir die dritte heilige Flamme mit ihr unser Schwert gestärkt und nun haben wir das Masterschwert. Ja. Doch nun müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Was steht hier? Diesem Schwert wohnt Dins Flamme inne. Was ist eigentlich, wenn man ohne macht? Ach, dann ist das Ganze weg. Nein, auch nicht Standard. So viel brauche ich nicht. Dann würde ich mal sagen, geht's nun in den Wolkenhort. Dort gibt es einiges an Truhen zu holen. Obwohl mit einiges an Truhen, naja, ist nicht so ganz richtig. So, wo sind denn die ganzen Truhen? Hier haben wir eine. Weißt du was, die steuern wir zuerst an. Ich drehe gerade um mich, Honk. Da vorne ist es schon. Ich bin gerade aber auch echt am überlegen, wo die letzten drei Herzteile sein sollen. An eins kann ich mich gerade erinnern, das ist nämlich bei einem der drei Drachen. Aber wo die restlichen zwei sind? Wir werden das schon auch rausfinden, denke ich. So. Ein goldener Rubin. Nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als gar nichts, wenn ich das mal so anmerken darf. Nun gut, dann wollen wir mal. Einen haben wir hier. Und einen hier, das wird dann die da oben drauf sein. Dann holen wir uns die doch gleich mal. Was ist denn näher eigentlich? Ah, wir gehen jetzt mal dort zur Stätte der Lieder hin. Das dauert echt eine Weile. Komm schon, flieg rein. Mach schon. Wie das Spiel mich erstmal korrigiert. Ich check's nicht. Die Signale sind auch richtig dumm. Guck dir das mal an. Ach komm, das liegt schon auf Augenhöhe, da brauchen wir es gar nicht mehr zu markieren. Lass mich doch in Ruhe, ich hab euch doch nichts getan. Deswegen solltet ihr mich in Ruhe lassen. Thank you.
Da ist ja auch schon die Truhe. Und ich glaube zu wissen, was da drin ist. Irgendein Upgrade, glaube ich. Ja. Die kleine Bombentasche. Und das Witzige ist, man bekommt von allen drei Sachen ein Upgrade. Einmal von der Munitionstasche, Bombentasche und Köcher. Heißt, man braucht die Dinger im Prinzip nicht zu kaufen. Habe ich aber dennoch gemacht. Okay, da müssen wir als nächstes hin. Also die Truhe ist halt im Prinzip unnötig, aber ich hab's halt dennoch. Und das ist noch eine kleine Insel daneben. So, die Truhe war hier irgendwo, ne? Ja, da unten, um genau zu sein. So, hier müsste irgendeine Medaille sein, soweit ich das beurteilen kann. Und? Nein, es ist ein Herzteil! Damit fehlt uns nur noch ein einziges, das ich nicht weiß. Oh, wie nice! Digi! Weil, wieso regnet es hier eigentlich? Aber Leute! Jetzt ist mir noch ein Herzteil, jetzt fehlt uns noch ein Herzteil, was mir nicht bekannt ist. Weil wo man ein Herzteil findet, weiß ich. Aber das andere, das weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt zwei, ne? Ja. Ey, wie nice ist das denn? Ich weiß halt auch gerade gar nicht, wo wir das nächste wo das letzte Herzteil ist. Aber ich kann mir halt gut und gerne auch einen Guide angucken, der mir alles erklärt. Nein. So, gehen wir doch erstmal zu Terry, hä? Ja, doch was. So. Da ist auch schon unser Kumpel. Terry! Mach die Bude auf! Jetzt. Nee, er hat immer noch nichts für uns. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal zum Bazar gehen und dort gucken, ob wir noch was verbessern können. Und ja. Ebenso gucken wir, ob es schon eine bestimmte Sache gibt, die wir machen können. Auch will ich euch noch den geheimen Händler zeigen, den man in diesem Spiel noch finden kann. Aber ich glaube, den gibt es erst ganz spät. Und nein, er braucht noch keine Hilfe. Dem geht's noch gut. Hey, du. Hey. Hey. So, Bombentasche. Yep, jetzt können wir sie zu einer riesen Bombentasche machen. Perfekt. Okay. Sehr gut. Bombentasche. Maxi-Bombentasche hätte noch besser geklungen, oder nicht? Ja, ganz ruhig, das kriegen wir schon noch hin. Gehen wir erstmal zu dir. Die
zeigt schon so komisch, ne? So, als würde ich... gut. Dann nehmen wir mal die Tasche hier und packen die hier hin. Die Schatzmedaille können wir auch im Prinzip jetzt weglegen. Okay, wir haben jetzt zwei Herzmedaillen, zwei Rubinmedaillen. Aber können wir nicht auch noch eine zweite Insektmedaille bekommen? Dämonenmedaille, davon weiß ich, gibt es nur eine. Eine Schatzmedaille fehlt uns noch und eine Trankmedaille. Ah, und das hier können wir verkaufen. Den ganzen Tag, ja, wahrscheinlich. Man kann insgesamt 5 Sachen lagern. Ja komm, ich würde sagen, wir sortieren jetzt mal ein bisschen. Wir haben jetzt 4 Flaschen, das ist echt cool. Würde ich sagen, packen wir die Flaschen an die nächste Stelle. Na, so passt das doch gut aus. Gut. Sortieren ist so, wie es ist, lol. Fertig. Ja, ich werde schon noch wiederkommen. Hey, Zwinker, Zwinker. Voll Assi eigentlich. So, Items verbessern. So, ach Mann, eine Monsterklaue. Aber ich weiß, wo wir vielleicht noch welche bekommen. So, dazu müssten wir nämlich einmal hier hin. Denn hier gibt es ja einige Fledermäuse da drin. Da müssten wir auf eine Monsterklaue stoßen. Außerdem kann ich gucken, ob es den geheimen Itemhändler da drin gibt. Yes, wo? Da. Schnell, nimm. Nice, Alter. Eine Monsterklaue. Sehr wichtig. Damit können wir doch unser letztes verbleibendes Item verbessern. Ist doch gut, würde ich sagen. Also irgendwo hier muss der geheime Händler sein. Aber ich werde... Wenn ich ihn jetzt nicht finde, werde ich ganz spät im Spiel nachschauen. Aber selbst wenn wir ihn jetzt nicht finden. Oh, amazing. Link, du hast es drauf. Ich weiß im Prinzip auch gar nicht mehr, wo der geheime Händler sein soll. Aber ich glaube, irgendwo am Anfang der Höhle. Oh, noch eine. Oh, nice. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück, würde ich sagen. Oder der geheime Händler ist nur bei Nacht da. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal nachschlagen. Gut. Machen wir weiter. Im Text. Weil ich glaube, Terrys Auftrag können wir auch noch nicht annehmen. Es gibt noch 4 Aufträge. Ich werde auch gleich noch an der Kürbiswahl vorbeischauen. Und bei dem Meister Otus. Oder Meister Taitor, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Meister Otus ist der... Nee. Ach, wir werden es schon noch sehen. So. Dann gehen wir erstmal zum Bazar und lassen unser letztes Item verbessern. Link rauf da. Ich habe auch nicht alle Zeit der Welt, weißt du?
Erstaunlich, wie weit wir schon sind. Bald ist das Spiel beendet. Wow. Diesen Eingang nehmen wir vor allem so gut wie nie. Hey! So, das haben wir jetzt alles. Na dann. So, damit haben wir das hier auch hinter uns. Die große Deku-Tasche. Ist doch gar nicht schade, ist doch cool. Jetzt haben wir diese drei Sachen hier verbessert, obwohl im Köcher sind kaum Pfeile. Und... oh, wir können uns reitungssätzlich nachgucken. So, und... alle diese Sachen. Das heißt, den Bogen, den Käfer, die Schleuder und das Meisterfängernetz. Gut, ich werde jetzt aber ganz kurz mal eine Pause machen, weil ich kurz wohin muss. Aber wir sehen uns gleich wieder. Für euch geht die Aufnahme jedenfalls gleich weiter. Ah ja, musste nur kurz scheißen. das wolltet ihr sicherlich nicht wissen, oder? Alles da. Nun gut, dann gehen wir mal zu... warte, stand da gerade Terrys Haus? Oh Mann. Ja gut, in gewisser Weise ist das ja sein Haus, aber... es ist ja sozusagen auch sein Laden. Würde da nicht Terrys Laden besser passen? Ja, und das ist das einzige Seil, was er nicht so grabbt. Du musst es so grabben. Ach, Link. Naja. So, hat er irgendwas? Nee, bei ihm würde ja eine Sprechblase auftauchen. So, wo wir jetzt noch hingehen, ist einmal zur Kürbisbar. Dort zu gucken, ob es dort irgendwas gibt. Ja. So. So, ja, sie hat tatsächlich schon die Sprechblase. Wie nice. Hi. Hallo, nochmal vielen Dank, dass du mir beim Tragen der Kürbisse geholfen hast. Jetzt können wir uns ganz dem Pflanzen neuer Kürbisse widmen. Leider ist das Pflügen des Feldes für mich viel zu anstrengend. Doch finde ich jemanden, der stark genug ist, mir die Arbeit abzunehmen. Ich kenne jemanden. Wirklich, dann sollte ich diese Person vielleicht um Hilfe bitten. Falls du ihr begegnest, bitte sei so lieb und bring sie zu mir. Tust du mir den Gefallen? Ja. Die juckt, das juckt dir einfach gar nicht, dass Feier aufgetaucht ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du für deine Hilfe Juwelen der Güte erhältst, liegt bei 90%. Ich werde also eine Person, die dem Mädchen beim Pflügen helfen kann, als Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings... ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, nimm Änderungen vor, das ist mir voll egal. Ja, da sind nämlich die Sachen, die für den Roboter sind immer. Ich hoffe, du kennst tatsächlich jemanden und sagst das nicht nur, damit ich mich besser fühle. Nun, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich warte hier, bis dieser jemand auftaucht. So. So, dieser jemand befindet sich nämlich dort, in Eldin. Ja. Das machen wir auch in diesem Part. Wie weit ist es entfernt? Wow, schon Katzensprung, du.
Manchmal macht Link es selbst den Absprung, manchmal muss ich da helfen. Na, ja, machen wir hier. Ja. Das ist, glaube ich, das Gebiet mit den wenigsten Vogelstatuen. Also, zu denen man sich porten kann, versteht sich. Und in den Wolken auch zurückkehren kann. Gut, Leute. Ihr seid doch alle nervig. So, der Typ befindet sich da vorne. Oh, hast du gefailt? Oh. Hier befinden sich auch Pfeile. Sollte man diesen Weg hier nehmen. Oh. Also, das hast du jetzt nicht wirklich getan. Header. Header. Damit sind hier einfach solche Pflanzen schon. Damit man sich diesen Umweg hier sparen kann. Finde ich gut. Wirklich gut. Gut. Dieser jemand befindet sich nämlich hier unten. So, wir müssen jetzt genau gucken. Da ist er. Du bist es doch. Ja. Dem sind wir auch im Großheiligtum begegnet. Oh, so sieht man sich wieder. Vielen Dank für deine Hilfe neulich. Ich habe mich seitdem wieder auf die Suche nach Schätzen gemacht, aber die Hitze hier macht mir in meinem Alter richtig zu schaffen. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, das Leben ein wenig ruhiger angehen zu lassen, weißt du? Kennst du irgendeinen Ort, an dem ich meinen Lebensabend richtig genießen und meinen Hobbys frühen könnte? Ja, klar. Was? Du hast was für mich? Oben in den Wolken? Das klingt ja fantastisch. Wie? Und ich kann mich auch noch nützlich machen, indem ich was tue, das mir Spaß macht? Na, das klingt großartig. Ja, da will ich hin. Na los, bring mich dorthin. Die Beschäftigung, nach der sich diese Person sehnt, stimmt mit dem Stellengesuch aus der Kürbisbar zu 100% überein. Soll ich einen Roboter rufen, um diese Person in die Kürbisbar zu transportieren zu lassen? Transportieren zu lassen. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde den Roboter unverzüglich rufen. Immerhin, die Einsätze werden immer weniger. Dann muss ich seine Hackfresse bald nicht mehr sehen. Aber soweit ich weiß, wird er uns noch zweimal nützlich werden. Verehrte Fei, ihr habt nicht gerufen. Das hier soll ich abtransportieren. Vor allem das hier, ne? Du hast ja gehört, was die Verehrte Fei gesagt hat. Verstanden, ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Oh, der tut mir ein bisschen leid. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Mogman seinen Zielort bringst. So. Wo haben wir nochmal den Aufwind? Ach, bin gerade vorbeigelaufen. Wer wollte nochmal alles unsere Hilfe? Der Wahrsager? Dann der Meister Otus oder Meister Taitor? Und Terry, genau. Die drei Sachen können wir erst später machen. Wow! Voll in die Lava. Du ebenfalls. Waren die nicht irgendwo Greifhaken stellen? Also diese Dinger? Und die Gegner scheinen sich zu häufen in letzter Zeit. Die uns entdecken, dann gute Nacht. Ihr kleinen Ferkel, wisst ihr, was ihr jetzt ausgelöst habt?
Richtig, meinen Hass auf euch. Wer will noch? Wird noch nicht genug. Wer will noch auf die Fresse? Habt ihr genug? Sehr schön. Honks, Alter. Ich glaube, hier sind wir falsch. Hier sind wir falsch. Oh Mann, ey, wo geht's denn jetzt lang? Pfannkuchen. Die nächste Vogelstadt ist sowieso auch hier. Lol. Hier wären wir vor allem schneller dort gewesen, glaube ich. Naja, egal. Speichern wir lieber zuerst. Man kann nie sicher genug sein. Wenigstens werden die Aufträge und so weiter immer weniger. Ist doch auch was Gutes, oder? Und soweit ich weiß, brauchen wir den Roboter nur noch zweimal. So, dann müssen wir jetzt dorthin. Also ein bisschen weiter nach links. Ein bisschen besserer Überblick. Und da vorne ist es auch schon. Das dauert echt lange. Voll auf die Treppen. Autsch. Das tut mir jetzt leid, Link. Naja. Ich habe diesen alten Mogma mitgebracht. Alter. Oh. Richte der verehrten Fei Grüße von mir aus. Oh, wird langsam netter. Wunderbar, du hast jemanden gefunden. Aber das ist ja gar kein Mensch. Ach, jetzt verstehe ich. Dieser Maulwurf wird also den Acker für mich pflügen? Du willst mir doch nicht erzählen, dass ich hier den ganzen Tag lang das Feld bestellen darf. War dies wirklich der einzige Grund, weshalb du mich hier hoch in die Luft gebracht hast? In diesem Fall, dankeschön, du netter, lieber Maulwurf. Aber, naja, ich meine, na gut, ich kann es ja mal versuchen. Wie gefällt dir das? Oh, hui, sieh das an, unglaublich. Oho, findest du wirklich, das war doch nicht der Rede wert. Das Talent, die Erde umzugraben, wurde uns Mogma praktisch in die Wiege gelegt. Yay! Meinst du, du schaffst das noch einmal? Bitte, 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 bitte. Oh ja, und weiter geht's. Ich bin ja so froh, dass du mir diesen netten Maulwurf vorgestellt hast. Er ist ein echtes Goldstück. Ich werde ihn in Zukunft ganz sicher wieder um Hilfe bitten. Hab vielen, vielen Dank. Eine weitere Mission wäre geschafft. Ist doch gut. Noch 3 Leuten gilt es zu helfen und dann haben wir es geschafft. So, 2 Leuten können wir noch nicht helfen, weil es denen noch ziemlich gut geht. Deswegen gucken wir mal bei dem dritten vorbei, dem Meister Otus, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wer derjenige ist, der an Pflanzen forscht, aber das werden wir schon noch sehen. Richtung Ritterschule. Sehr gut.
bitte, hör auf. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir hier? Meister Taitor. Vielleicht ist er derjenige. Nein, er ist es tatsächlich nicht. Das ist also doch Meister Otus. Ja, er ist es. Aber er hat noch nichts für uns. Wahrscheinlich erst nachdem wir die weitere Prüfungen gemacht haben. Gut, Leute. Dann hoffe ich mal, dass ich auch dieser Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword gut unterhalten konnte. Falls ja, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung von euch freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr mögt, Leuten, die ihr nicht mögt. Und im nächsten Part werden wir endlich in den zum Tempel des Siegels gehen oder fliegen, um dort das Zeitportal zu aktivieren und Zelda zu retten. Oder zu finden, besser gesagt. Das wird auf jeden Fall interessant. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword.